Moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6. Und ja, ich habe gerade mal ein bisschen umgeguckt. Es war jetzt hier eine kleine Pause zwischen der letzten Aufnahme und dieser. Wenn auch keine Woche, waren es doch 2 Tage. Und ja, wir sind gerade dabei. Wir haben das erste Wohnviertel hier fertiggestellt bei Phasalos. Und die 3 anderen sind auch bald fertig. Also es geht sehr gut voran. Ich drücke gleich mal auf nächste Runde. Und wir haben im Moment Unmengen an Geld. Und die verbreiten einfach weiter ihren bescheuerten Glauben an uns. Ich glaub's nicht. Das ist doch... Das geht doch nicht. Das können die nicht bringen. Wir brauchen eindeutig mehr Leute, die da irgendwie gegenarbeiten können. Oh, jemand hat ein Wunder fertiggestellt. Die Terrakotta-Armee. Oh, na super. Jetzt hat der auch noch, hat der noch mehr Truppen. Hatte der nicht sowieso schon genug hier? Mensch, 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 Mensch. Das gibt's doch gar nicht. So, du bist jetzt hinter dir oben angekommen. Und verbreite mal deine Religion. Dankeschön. Und ja, er wartet einfach hier. Er wird dann ja seine Inquisition durchführen, sobald die hier weg sind. Sobald die fertig sind mit ihren Plänen hier. Und ich sehe, das aktiviert immer das Gitter wieder. Ich deaktiviere das doch immer, weil das nicht so gut aussieht. Aber gut. Ja, wir werden uns Gedanken machen. Wir müssen auf jeden Fall uns hier für den Kampf rüsten. Ich hoffe, dass er nicht kommt, aber wir müssen, fürchte ich. Und ich werde jetzt einfach mal gucken hier bei Phasalos, ob wir nicht ein paar vernünftige Gebäude oder Geländefelder kaufen können. Ich muss doch sagen... Ja, okay, das werden wir auch, werden wir sowieso noch kriegen wahrscheinlich. Das wird sich kein anderer holen. Sonst brauchen wir da nicht unbedingt welche. Höchstens hier unten die Altertumsstätten. Vor allem, weil die Wüste ja sowieso schon recht wertvoll für uns ist. Das heißt, ich kaufe mir einfach mal das Geländefeld, weil da die größte Gefahr besteht, dass es jemand anderes bekommt. Jo, sehr schön. Okay. Außerdem können wir Objekte kaufen, wie immer. Könnten eine Bank holen oder halt... Na, die anderen Sachen brauchen wir nicht unbedingt. Gucken wir mal in Athen. Jetzt auch nicht so unbedingt so interessante Dinge, die wir kaufen könnten. Hauptsächlich Einheiten im Moment. Hier haben wir die Wassermühle und die Arena. Was haben wir in Rhodos? In Rhodos haben wir wahrscheinlich ein bisschen mehr. Schiffswerft, Werkstatt und Wassermühle. Die Werkstatt wäre eigentlich eine sehr gute Idee, glaube ich. Und mehr Produktion. Ja, wieso nicht? Wir haben das Gold. Kaufen wir uns nochmal eine Werkstatt. Stimmt, wir sind ja mittlerweile sogar schon in der Moderne. Wir haben hier unsere LKWs rumtuckern. Sehr schön. Also, gucken wir mal auf die Tech-Karte. Beziehungsweise die Tech-Karte ist noch nicht so der Riesenvorteil. Weil da sind wir erst im Industriezeitalter. Wenn auch bald in der Moderne. Und die anderen sind in der Renaissance. Aber bei Kultur sind wir schon deutlich weiter. Da sind wir nämlich schon in der Moderne angekommen mittlerweile. Also, da gehen wir doch rasend schnell voran. Also... Es mag sein, dass wir nicht so viel Masse, nicht so viel Macht haben. Aber technologisch sind wir denen maßlos voraus. Da haben sie keine Chance. Die Skythen plündern gerade feindliche Bauernhöfe. Na dann viel Spaß euch, Skythen. Heurika! Die Sanitätsversorgung ist abgeschlossen. Also gut. Mal abgesehen von sanitären Einrichtungen, der Medizin, dem Schulwesen... der öffentlichen Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung und der allgemeinen Krankenkassen. Was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan? Sehr schön. Kanalisation und Sanitäter. Aber erstmal möchte ich doch auf die nächste Tech gucken. Und frage mich, was wollen wir davon haben? Oh, Elektrizität ist immer interessant. Ein Kraftwerk, das uns 3 Gold kostet, aber überall Produktion gibt. Das ist interessant. Chemie bietet uns ein Forschungslabor. Und eine Panzerabwehrmannschaft. Ich glaube, ich werde trotzdem erstmal noch ein bisschen hier bleiben, zumindest. Denn, was hätten wir denn gerne? Wir brauchen generell mal ein paar Nahkampfeinheiten, dass wir da mal ein bisschen was ausbilden, glaube ich. Schließt ein Forschungsabkommen für die Chemie. Problem ist, das will ich nicht. Ich will kein Forschungsabkommen schließen. Das bringt den anderen viel mehr als mir. Ich glaube, ich erforsche jetzt die Ballistik. Na, aber erstmal die Militärwissenschaften. Die kriegen wir nämlich sonst nicht. Im Wirtschaftswesen besteht zumindest noch die Chance. Und ja.
Wir warten hier noch ein bisschen und dann kommst du mit der Inquisition. Und hier in Knossos. Was bauen wir hier als nächstes? Gucken wir doch mal. Wie sieht es jetzt mit dem Wohnraum aus? Also Annehmlichkeiten kein Problem. Wohnraum ebenfalls kein Problem. Wunderbar. Das heißt, wir könnten uns jetzt theoretisch auch hinstellen und Wunder bauen. Und, oh, den brauchen wir. Den Broadway müssen wir bauen irgendwann. Aber ich denke jetzt noch nicht. Wie viele Bezirke haben wir? 2. Wir haben die Akropolis und den Unterhaltungs... Na gut, Akropolis zählt ja nicht. Unterhaltungskomplex und Campus. Das ist... Wohnviertel haben wir hier noch gar nicht. Habe ich das nicht gerade gebaut? Oder kann man das unbegrenzt aufbauen? Oder hatte ich das einfach nur... Moment, jetzt bin ich verwirrt. Gucken wir doch mal. Genau, man kann ja Bürger auch direkt hier hinschicken. Aber ich lasse das erstmal beim Ich lasse das Spiel selbst machen, weil das ist immer doch etwas Arbeit. Etwas viel Arbeit für meinen Geschmack. Was haben wir hier? Ach, das ist das Wohnviertel. Man kann tatsächlich unbegrenzt viele Wohnviertel bauen, so wie es aussieht. Das ist cool. Ich dachte jetzt, davon könnte man auch noch eins bauen. Nun gut, ich hätte gerne die Wassermühle eigentlich. Einfach aus Prinzip. Und in Rhodos. Ach, hopp, dann baue ich die jetzt auch schnell hier. Du darfst weiter erkunden in der Zwischenzeit. So. Damit ist die Karte hier soweit aufgedeckt. Sehr schön. Ja, ja, Apostel, du darfst. Hongkong ist griechische, hat sich der griechischen Mythologie angeschlossen. Wunderbar. Das gefällt mir. Das war eine Quest? Okay. Nächste Runde. Amerika denunziert die Engländer. Das Schöne ist, also noch mag mich Teddy, der wird mich nicht angreifen. Dementsprechend mache ich mir da eigentlich eher weniger Sorgen. Aber wir haben trotzdem Einheiten, die Befehle benötigen. Und das heißt für mich im Klartext, ich werde dieses Schiff einfach mal hier hinschicken. Dauert jetzt ein bisschen, aber dann haben sie Zeit. Und du, Kollege, du kommst hier runter. Du führst deine Inquisition durch. Bist wieder bei griechischer Mythologie. Wunderbar. Und, Alter. Das geht ja gar nicht. Okay. Kauf mit Glauben. Moment, es geht nur da, wo wir heilige Stätten haben, richtig? Ja. Und das habe ich nur in Athen. Also ich müsste eventuell mal weitere heilige Stätten bauen, theoretisch. Dann könnte ich meinen Glauben ein wenig vorantreiben, sagen wir es so. Ein neuer Apostel, bitte. Und nächste Runde. Der Apostel sollte in der Lage sein, ein paar von den Missionaren zumindest so ein bisschen zurückzuschlagen oder auch nicht. Zumindest nicht im Alleingang, aber ich guck mal. Oh! Große Persönlichkeit. Moment, ich verbessere erstmal den Apostel. Das Sanitäter brauchen wir nicht. Religiöse Verbreitung eliminiert andere Religionen in der Zielstadt. Das ist gut. Bekehrer. Okay. Ja, er ist jetzt gesperrt für die Runde und ich gucke mal auf die großen Persönlichkeiten. Oh, Shakespeare. Da sage ich natürlich nicht nein, auch wenn wir ihn momentan noch nicht nutzen können, weil wir die Plätze nicht haben, aber die kommen noch. Also Shakespeare kann ich ja nicht nein sagen als Kulturspieler. So. Haben wir denn mittlerweile mehr Plätze eigentlich? Religiöses Kunstwerk, Reliquie und Artefakte. Also ich brauche irgendwas für große Schriften immer noch. Shakespeare, du gehst mal nach Knossos. Und bleibst erstmal da. So. Ach du Scheiße, stehen hier viele Missionare rum. Ich bin damit überhaupt nicht einverstanden. Die gehen ja voll auf Religion. Also entweder wir müssen langsam nachrücken, was Religion angeht, oder wir müssen aufgeben. Eins von beidem. Und du gehst erstmal hier hin, wenn du dich da aufhalten lässt. Nächste Runde. Oh. Pferde und Jade gegen Räucherwerk, Gold und offene Grenzen. Das kannst du vergessen. Du kriegst von mir keine offenen Grenzen. Du erklärst dir meinen Stadtstaat in den Krieg. Ich bin nicht in der Position, dir das zu verwehren momentan. Tomiris schickt uns eine Handelsdelegation. Ein
die euch einen verzierten Goritos zum Geschenk macht. Ihr habt doch einen Bogen, oder? Was ist ein Goritos? Ihre Delegation ist uns natürlich willkommen und das sagen wir nicht so ins Gesicht. Wir bedanken uns natürlich höflich. Kultureller Austausch und so, hatten wir ja gesagt. Ist freundlich, nehmen wir natürlich gerne an. Denn wir wollen ja weiterhin möglichst diplomatisch vorgehen. Und mit Tomiris haben wir jetzt beim besten Willen kein Konfliktpotenzial im Augenblick. Wir sind auf einem anderen Kontinent, sie sind weiter ferne. Dementsprechend, gucken wir doch mal, können wir eine Botschaft entsenden mittlerweile? Ist übrigens interessant, dass sie alle anderen hasst. Alle anderen. Schade. In der Botschaft klappt nicht. Okay. So, neue Bauprojekte. Knossos. Ja, da haben wir jetzt gerade die, ich hab's vergessen, was haben wir gerade gebaut? Das, was Einnahrung und Altproduktion bringt. Mir fällt nur gerade das Gebäude nicht ein, wie es heißt. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich werde jetzt mal gucken, dass ich ein paar weitere Wunder baue. Die Frage ist nur, welche. Und ich glaube, ich fange jetzt an. Es sind viele, viele gute Wunder. Ich meine, der Stadt an sich geht es gerade relativ gut. Ich könnte auch versuchen, eine heilige Stätte zu bauen. Haben wir irgendwo eine gute Position dafür? Das wäre, wenn dann hier... Nein, dann habe ich kein Interesse. Die anderen Gebäude sind auch eher uninteressant. Wie sieht es mit Annehmlichkeiten aus? Immer noch super. Ich baue trotzdem nochmal eine Arena und danach fange ich an, Wunder zu bauen. Und hier bei Lodos möchte ich... Ich glaube, so eine Fabrik möchte ich gerne kaufen. Oh, ist aber zu teuer, es geht nicht. Kann ich mir nicht leisten. Die Wunder brauchen ewig. Okay, der Cristo Redentor ist gut, weil wir hier den Vorteil haben, dass wir damit, dass wir das auch hier bauen können und dass es keine Auswirkungen hat, konkrete. Das Eremitage sieht ähnlich aus. Das bedeutet einfach nur, dass wir eben beim Eremitage hier die Slots bekommen. Aber es hat jetzt keine Boni in der Stadt. Also das können wir theoretisch auch in irgendeiner Provinzstadt bauen und es bringt uns genauso viel. Aber ich würde sagen... Wohnraum haben wir genug. Wir könnten mehr Annehmlichkeiten gebrauchen eventuell. Wir könnten einen Unterhaltungskomplex bauen. Ich habe hier noch gar keine Bezirk, doch ich habe den Hafen. Ich habe den Hafen und ich habe das Industriegebiet hier unten, genau. Das heißt, wir könnten die Akropolis haben wir ja auch noch offen. Und die bringt uns hier deutlich mehr, weil sie da eben von Bezirken umgeben ist. So viel, dass es sich tatsächlich sogar lohnen würde, dafür auf den Stein zu verzichten, glaube ich. Aber wisst ihr was? Ich hätte gerne einen Handwerker. Ich glaube, der ist gerade gut. So. Und hier haben wir den Apostel, der gerade nichts zu tun hat. Schicken wir ihn doch erstmal hier hin. Und bekehren wir unser Knossos wieder. Also das war eine echt praktische Beförderung. So. Gut. Nächste Runde. Rückblickend betrachtet hätte ich mir die Arena hier auch kaufen können einfach. Amerika hat in der Zwischenzeit einen großen Händler erhalten. Raja Todarmal. Ja gut, und die haben wir uns ja bislang noch gar keine Gedanken gemacht. Wir haben ja unsere Kulturmenschen und nehmen allen anderen ihre Schriftsteller weg. So, sehr schön. Dann würde ich sagen... Keine Lust, mich auf religiöse Kämpfe einzulassen. Dementsprechend... werde ich mich mal hier nach Phasalos stellen. Alleine werden wir das nicht gewinnen. Aber gut, nächste Runde. Ja, Genf wird hier bekehrt, da werden wir natürlich zurückschlagen gleich. Oh, das ist auch wieder protestantisch, also es ist... Es passt mir überhaupt nicht. Aber wirklich, das passt mir überhaupt nicht, dass die Amis mich hier so überrennt mit ihrer Religion. Die müssen sich da sehr stark drauf fokussiert haben. Und die haben eine Inspiration bekommen. Naturschutz.
Wenn Sie sich auf Krieg vorbereiten, sprechen die Herrschenden in aller Ausführlichkeit über den Frieden, bis sie die Mobilisierung abgeschlossen haben. Ja, das haut hin. Das haut definitiv hin. Wir haben damit die Massenaushebung freigeschaltet. Unterhaltskosten für Einheiten werden um 2 Gold pro Runde und Einheit reduziert. Oh, das ist natürlich sehr effektiv, wenn man eben auf Militär geht. Für uns jetzt eher weniger interessant, aber generell ist es doch praktisch. Würde ich sagen, wollen wir was ändern? Ich glaube nicht. Eventuell hier unten, dass wir den Schriftsteller jetzt rausnehmen erstmal wieder. Jane Austen. Wir würden sie halt immer noch bekommen wahrscheinlich. Das ist ja der Witz, weil wir so schnell sind, weil wir so viele Punkte sammeln. Das heißt, ich glaube, ich behalte es einfach genauso bei. Weil man muss immer bedenken, wenn wir eine große Persönlichkeit bekommen, bekommen sie die anderen nicht. Das alleine ist schon ein Grund, es beizubehalten. Na gut, Athen. Was können wir Schönes bauen? Ihr seid doch recht zufrieden, richtig? Ja gut, ein bisschen mehr Annehmlichkeiten würden nicht schaden. Aber hier möchte ich vor allem Wunder bauen. Nämlich primär die Universität von Oxford. Die setzen wir gleich hier hin. Die ist mir wichtig. Mit den Schriftstücken und den Text. Du bist dran. Oh, wie gerne würde ich den angreifen, aber es ist ein Engländer und der ist uninteressant. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so einfach möglich ist. Aber gut. Wir bauen jetzt hier die Universität von Oxford und ich glaube, ich setze tatsächlich ein bisschen Gold ein, um die Arena zu kaufen. Dann wachsen die nämlich noch ein bisschen schneller. Und in der Zwischenzeit will Amerika hier eine Stadt gründen irgendwo. Wo sind die denn hin unterwegs? Müsste auch mal wieder einen Siedler gründen, der Siedler ausheben und eventuell hier eine Stadt gründen oder sowas. Oder einmal zwischen Vilnius und Brüssel zum Beispiel. Hauptsache, die breiten sich hier nicht aus. Einheit benötigt Befehle. Oh, mein Apostel ist hier angekommen. Ist hier irgendwer? Nö, niemand Relevantes. Ich kann eventuell jemanden abfangen, wenn einer auftaucht. Also ruhe dich erstmal vor allem aus. Und mir ist gerade aufgefallen, dass mir die Idee mit dem Siedler sehr, sehr gut gefällt. 445 können wir uns leisten. Ich muss nur ihn hier rausziehen. Dann kaufe ich den nämlich auch gleich. Kostet uns jetzt natürlich wieder einen Bevölkerungspunkt. Aber ich muss gucken, wo genau ich den platziere. Denn darüber habe ich mir natürlich noch keine Gedanken gemacht. Aber wir haben ja noch so ein paar Slots offen. Hier oben zum Beispiel. Die Süßwasserslots. Und ja, nächste Runde auf jeden Fall. Gucken wir uns dann gleich mal das Ganze genauer an. Das wollte ich eigentlich zwischen den Folgen machen, das habe ich total vergessen. Die Taktik ist die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht. Die Strategie die Lehre vom Gebrauch der Gefechte zum Zwecke des Krieges. Das stimmt genau. Die Taktik ist das Ganze, ist einfach Strategie in einem kleineren Maßstab. So, Technologiebaum. Gucken wir mal. Gut, den Drall haben wir jetzt noch nicht. Das ist die schnelle Aufklärungseinheit, die wir später bekommen. Ich würde eigentlich gerne zur Infanterie gehen, weil wenn wir die Infanterie haben und den Stahl hier, dann kriegen wir, glaube ich, Vorteile. Oh, das ist praktisch. Mit dem Eiffelturm kriegen alle Geländefelder plus 2 Anziehungskraft. Dann kriegen wir immer den vollen Bonus für die Wohnbezirke zum Beispiel. Und ich bin sicher, es ist gut für Tourismus. Dementsprechend nehmen wir jetzt erstmal die Ballistik. Und in Rhodos. Das ist jetzt die Frage, was wollen wir jetzt hier als nächstes bauen? Weil hier könnte man zum Beispiel später noch heilige Städte errichten. Etwas außerhalb. Ansonsten, was könnte man noch machen? Unterhaltungskomplex, den hatten wir ja kurz angemerkt, weil hier die Annehmlichkeiten noch nicht so wahnsinnig gut sind. Und ich glaube fast. Nee, genau, einen Handwerker hatten wir gerade gebaut.
Das ist schwierig. Wie immer. Nee, neue Schiffe interessieren mich hier eigentlich weniger. Ich glaube, ich werde jetzt wirklich hier die Fabrik bauen an der Stelle. Damit die Produktion noch ein bisschen hochschrauben. So. Oh, da hinten kann ich einen Bauernhof bauen. Der ist, glaube ich, eine gute Idee. Nahrung und Wohnraum, da haben wir hier noch Stein. Dann bauen wir jetzt das Ding noch aus und gehen einfach ein bisschen rum. Und wir haben wieder zwei Gesandte frei. Schauen wir uns doch mal um bei den relevantesten Stadtstaaten. Amsterdam. Kein Problem, Amsterdam ist sicher. Genf. Ebenfalls sicher. Brüssel. Kein Problem. Vilnius. Ah, das bestens. Ist gut, die interessieren uns ja weniger. Kabul. In Kabul müssen wir einen hinschicken zumindest. Preslav. Passt alles. Mohenjo-Daro wird auch passen. Ja. Und Hongkong passt ebenfalls. Gut, dann würde ich sagen, schicken wir unseren nächsten Mann mal nach Hongkong. Auf dass ich Hongkong beim nächsten Mal auf 6 hochbringen kann. Dass wir da den vollen Bonus bekommen. Und schauen uns jetzt mal weiter um. Du, mein Siedler, wo gehst du hin? Wir könnten uns theoretisch hier unten am Wasser was hinsetzen. Das Problem ist, wir haben dann halt sehr eingeschränktes... einen sehr eingeschränkten Bereich, weil wir halt 2 Städte in der Nähe haben. Wenn wir hier unten was gründen, das ist halt so... Naja, nicht ideal. Und die Ressourcen... Was haben wir denn hier? Wir haben halt Ebenen. Das heißt, potenziell eine gute Produktion. Die Nahrung wird eher weniger gut aussehen. Wie sieht's denn hier aus von den Bürgern her? Das hier unten wird alles genutzt, das hier überhaupt nicht. Ich sollte eventuell hier ausbauen und das hier den neuen Städten, der neuen Stadt überlassen. Das wäre eine Option. Oder eventuell einfach generell mal ein paar Leute in die Dingens schicken. In die Spezialistenplätze. Vielleicht macht das die KI ja irgendwann von alleine. Andere Option wäre eben... Ja gut, hier ist nicht wirklich was Interessantes. Wir hätten halt hier oben die interessanten Plätze immer noch. Und eben hier eventuell. Genau, hier an diesem Pass hatten wir überlegt. Nehmen wir an, wir würden uns hier hinsetzen. Dann hätten wir hier direkt Vieh und Stein in der Nähe. Wir hätten da hinten Kohle, die wir abgedeckt haben. Wir hätten hier noch strategische Ressourcen, die wir abdecken. Und wenn wir mal die... Das Gitter aktivieren. Dann haben wir 1, 2, 3. Das ist das Feld von Rhodos. Wenn wir hier sind, überschneidet sich nur 1. Oder überschneidet sich nur um ein Feld. Gut, mit Amsterdam überschneidet sich natürlich deutlich mehr. Und das ist nicht ideal, aber trotzdem die Überlegung wert eventuell. Weil wenn wir da eine Stadt gründen wollen, dann jetzt. Und ich glaube, es gibt noch genug gute Felder, sage ich mal. Dass sich das lohnt. Auf der anderen Seite haben wir halt hier noch die Stadt, potenziell. Du marschierst erstmal dahin und wenn du da angekommen bist, gucke ich mir das nochmal genauer an. Ganz einfach. So. Der darf zurück in die Stadt. Darf sich wieder ausruhen. Unser Schiff darf weiter erkunden. So. Und wir können wieder etwas kaufen. Dann hätte ich tatsächlich gerne noch einen neuen Inquisitor. So. Nächste Runde. Jetzt können unser Inquisitor und unser Apostel eventuell zusammen losschlagen gegen die da hinten. Vielleicht bringt es ja was. Ich meine, aus dem Norden kommt auch noch ein Apostel. Vielleicht kann der auch noch mithelfen. Müssen wir mal gucken. Da ist er ja sogar schon. Er ist gerade auch zur Auswahl hier. Ja gut, nächste Runde überspringen. Du kommst nicht viel weiter. Nächste Runde. Amerika hat einen großen General bekommen. Die Skythen haben expandiert. Okay. Ah ja, ich sehe es. Direkt hier am Meer. Muss man auf jeden Fall mal vorsichtig im Auge behalten. Gut, machen wir erstmal hier weiter. Du darfst da gleich einen Bauernhof bauen. Das gefällt mir. Du darfst hier runterrennen. Wo sind sie denn? Da sind sie. Da stellen sie sich hin und wagen es, sich bei uns in den Weg zu stellen.
Ich bin da immer noch überhaupt nicht einverstanden mit. Und wir kriegen hier einen Bonus, weil es freundlich gesinntes Gebiet ist. Und die haben einfach eine erhöhte Grundstärke dafür, okay. Und der kriegt da keinen Bonus auf freundlichem Gebiet, oder was? Oder wird es noch nicht angezeigt, weil das dieser Runde noch nichts wird? Machen wir erstmal so. Produktion. Knossos. Ja gut, das wird immer noch falsch angezeigt. Das ist ein Problem, was ein bisschen nervig ist. Aber gut. Wir könnten jetzt anfangen, Wunder zu bauen. Eigentlich bin ich recht einverstanden mit dem, was wir gerade so hier stehen haben. Portalapalast zum Beispiel. Gewährt bei Abschluss 2 zufällig ausgewählte kostenlose Ausrichtungen. Das ist interessant, dann sollten wir aber vorher wirklich die Ausrichtungen, die quasi zurückgeblieben sind. Hier, die Reformkirche und das göttliche Recht, dann sollten wir die vorher noch machen, damit die nicht zufällig ausgewählt werden. Ansonsten haben wir immer noch den Broadway, aber ich würde jetzt doch gerne das Bolschoi-Theater vorziehen. Also den Brutala-Palast ziehe ich, glaube ich, sogar... Na, wobei, der muss an Bergen gebaut werden, das ist schlecht. Bolschoi-Theater kann überall gebaut werden, sehr schön. Da muss ich den Dschungel einreißen für... Muss halt bei der Akropolis gebaut werden. Broadway wahrscheinlich genauso, ja. Okay, ich merke schon, es war nicht ideal, wie ich es gebaut habe. Das Eremitage können wir irgendwo hinsetzen. 4 große Kunstwerkplätze. Muss einfach nur an einem Fluss gebaut werden. Und der Cristo Redentor, der muss auf einem Hügel gebaut werden. Mit dem Cristo Redentor, den kann man ziemlich gut bauen hier tatsächlich. Aber ich würde dann trotzdem das Eremitage vorziehen. Und das setzen wir dann einfach mal hier unten hin, glaube ich. Schön ein bisschen außerhalb. Fangen wir hier an zu bauen. Das nächste Weltwunder wird erschaffen. Und in Rhodos haben wir einen neuen Händler. Wo schicke ich dich jetzt hin? Was bringt mir denn da am meisten? Irgendwo, wo es natürlich auch relativ schnell geht am besten. Genf ist jetzt nicht so effektiv. Ah, wir kriegen Gold für jeden der Handelsposten entlang dieses Weges, oder was? Oder auch nicht. Gut, ich verstehe es nicht so ganz. Ich glaube, ich werde mal weiter mit den Engländern handeln, weil das bringt mir doch irgendwie mit am meisten. Auf nach Washington, mein Freund. Mit den Engländern, mit den Amis. So. Du bist hier. Ach, das waren alles noch Züge innerhalb dieser Runde. Oder was? Weil mein Apostel jetzt schon nicht mehr kann. Wir haben tatsächlich eine Insel gefunden. Eine kleine Insel. Sehr schön. Jetzt aber nächste Runde. Ich weiß nicht, ob ich das will, Teddy. Teddy will uns wieder die Freundschaft verkünden. Also es ist ja... Jetzt müssen wir mal ins Roleplay reingehen. Also er hat ja militärisch nichts gegen uns gemacht. Er hat halt Krieg gegen Stadtstaat von uns geführt, gegen Freund von uns. Und er verbreitet seine Religion seit einer Weile relativ aggressiv. Aber das ist ja alles keine Kriegsführung in dem Sinne. Das ist schwierig. Auf der einen Seite, wir haben natürlich eine lange Freundschaft. Und man könnte das jetzt sehen quasi als Versuch, das Ganze wieder gut zu machen und diesen Religionskonflikt beiseite zu stellen. Aber wisst ihr was? Ich entscheide das jetzt nicht selbst. Und nein, ihr dürft auch nicht abstimmen. Ich lasse jetzt die Würfel rollen, beziehungsweise den Würfel hier. Ich habe hier so einen schönen W20er liegen. Und... Bei einer geraden Zahl sagen wir wieder Freundschaft und bei einer ungeraden Zahl sagen wir Nein. Und wir haben eine 3 gewürfelt. Tut mir leid, aber momentan können wir keine formelle Freundschaft eingehen. Man sollte halt nicht so aggressiv unsere Städte bekehren. Da reagieren wir empfindlich drauf. Die Skythen sind jetzt eine Monarchie. Glückwunsch zur Moderne, zur Modernisierung. Modern ist das ja jetzt noch nicht unbedingt. So.
ja, du darfst dich anfangen. Du brauchst einen Bauernhof, bitte. Der Apostel hier ist unterwegs. Und ist da nicht besonders gut im Kämpfen. Ach, weil die jetzt das Ding übernommen haben, natürlich. Ach. Das heißt, ich muss es quasi zurückbekehren, wenn ich hier irgendwie eine Chance haben will. Nee, dann sammle ich mich tatsächlich hier unten. Und guck, ob die es wagen, in Richtung Athen zu kommen. Und versuche auch mit dem Kerl von hier oben mal außen rum zu marschieren. Bei Amsterdam vorbei. Wie zur Hölle marschierst du? Genau dahin solltest du nicht marschieren. Vergiss es. Abbrechen. Abbrechen. Guck mir im nächsten Zug. Weil das gefällt mir nicht, wie der sich bewegt. So. Na gut, hier unten werden wir nicht mehr viel finden. Selbst das Land haben wir unten fast komplett erkundet. Aber es ist schön, dieses ganze Meer kartografiert zu haben. Es ist so schön ordentlich. Oh, und da kommen sie tatsächlich nach Athen. Okay, jetzt wird's interessant. Sie sind bei meiner heiligen Stadt. Da habe ich doch bestimmt irgendeinen Bonus. Und wer hat Kabul übernommen? Okay, ich merke, ich muss mehr Leute nach Kabul schicken. Denn irgendjemand macht mir immer Kabul streitig und damit bin ich nicht einverstanden. Zeigt, dass kein System, so unmenschlich es auch sein mag, ohne eine Ideologie weiter bestehen kann. Ja, das haut schon hin. Aber die Politik wollen wir nicht ändern, denn wir haben ja schon geguckt, da passt alles. Was nehmen wir als nächstes? Ich tendiere zum Naturschutz. Ein Zivilist aus dem späteren Spielverlauf, der einen einzelnen Nationalpark erschaffen kann, um Touristen anzuziehen, muss mit Glauben gekauft werden. Das ist doch cool. Eine strategische Ressource ermöglicht euch Produktion und Kauf von Einheiten, die sie benötigen. Dass wir quasi weniger Ressourcen brauchen, okay. Aber hier unten natürlich die verschiedenen, also die Demokratie. 4 Kanalisationen. Gut, wir werden als nächstes die Kanalisationen bauen, aber nehmen jetzt erstmal den Naturschutz. Und eine neue große Persönlichkeit. Der Wissenschaftler. Industriezeitalter, James Young. Löst das Heureka für 2 zufällige Texte des Industriezeitalters aus. Ist Industriezeitalters oder der Moderne. Und erschließt Öl ohne die üblichen Technologievoraussetzungen. Den nehme ich doch gleich. Und guckst du da gleich nochmal rein. Für den nächsten Wissenschaftler. Und ich mache fast doppelt so viele Punkte wie der andere. Und Darwin. Der wäre eigentlich ganz praktisch. Ich fürchte nur, den werden wir nicht bekommen. So. Oh, wir haben einen Spion. Oh, wir haben einen Spion. Wählt eine Stadt, die ihr ausspionieren möchtet. Dann muss ich doch sagen. Den müssen wir jetzt nach Washington schicken. Fast schon. Müssen wir so beobachten. Mögliche Missionen. Quellen beschaffen. Spione agieren 24 Runden lang 2 Stufen höher. Horchposten erhöht die diplomatische Sichtbarkeit um 1 Rang. Mittel abschöpfen. Okay. Ah, und damit können wir große Werke stehlen. Das ist praktisch. Also dann geh doch einfach mal dahin und beschaffe Quellen. Das würde mich nämlich interessieren. So. Produktion wählen. Was wollen wir hier bauen? Ja, wir könnten ein Lager bauen, aber wir hatten ja gesagt, Kanalisation ist durchaus interessant. Einfach um unseren ganzen Text zu beschleunigen. Deswegen machen wir das jetzt mal. Und du, mein Freund, darfst auch mal noch mehr Nahrung produzieren. So, unser Apostel ist ja hier. Genau, und jetzt wollten wir gucken. Jetzt bin ich gespannt. Wie gut die sich hier schlagen. Deswegen hauen wir einfach mal drauf auf den hinteren Missionar hier. Fangen wir einfach mal an. Ich meine, wir haben eine heilige Stätte in der Nähe, wir können uns im Zweifel zurückziehen. Ja, das war eher für uns gut. Und der wird fast ausreichen, um ihn zu vernichten. Na, oder auch nicht. Gut, du kommst mit. Schon fast da. Ja, das mit dem Suzerän haben wir mitbekommen. Rhodos braucht Annehmlichkeiten, das ist auch nichts Neues. Und James Young. So, wo genau mussten wir dich hinschicken? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Ich ziehe ihn erstmal aus der Stadt raus. Muss sich auf einem Campus befinden. Ja gut, der Campus hier ist gerade belegt. Ich schicke ihn trotzdem mal hier hin. Und dann können wir ihn im nächsten Zug auch hoffentlich da drauf stellen. Je nachdem, wie sie sich bewegen. Mein Schiff hier darf auch noch ein bisschen erkunden und weiter den Ozean kartografieren. Ja gut, viel gibt es hier nicht mehr. Dann ziehen wir beim nächsten Mal noch nach Osten. Und jetzt drücke ich erstmal auf nächste Runde. Und die fliehen weiter. Okay. Der eine Angeschlagene wird jetzt irgendwo hier stehen. Und die wollen jetzt gerade Brüssel bekehren. Okay. Ich sehe schon. Wieder Pläne, mit denen ich nicht einverstanden bin. Aber gut. Erstmal, James Young, du bist dran. So, Stahl und Funkwesen. Ja, sehr schön. Gut, Öl haben wir jetzt natürlich keins bekommen, weil wir das noch gar nicht entdeckt haben. Aber das ist mir gerade relativ egal. Hätte man wahrscheinlich optimaler nutzen können, aber passt schon. So. Du hast in der Zwischenzeit einen Bauernhof. Du, Freundchen, darfst gleich wahrscheinlich weiter marschieren. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um. So, da ist nämlich der Angeschlagene. Das Problem ist, ich habe irgendwie doch das Bedürfnis, mich zumindest mal ein bisschen erstmal zu heilen. Dass wir die gegebenenfalls abfangen können im nächsten Zug. Machen wir so. Okay. Mein Schiff ist dran. Da haben wir nochmal eine Altertumsstätte. Noch ein bisschen Fisch. Nicht allzu viel Spannendes, aber eine nächste Runde haben wir hier. Und ach du Scheiße, ich sehe gerade, dass wir bei 36 Minuten sind. Da vergisst man glatt die Zeit bei diesem ganzen religiösen Konflikte-Gezeugs. Leute, ich muss gleich einen Cut setzen. Und... Also jetzt reicht's. Jetzt reicht's, Teddy. Also, das ist dreist. Also gut, mir wird er nicht reinpushen. Ich habe ja meine Städte, aber trotzdem. Also das gibt's doch nicht. Der Kerl macht sich echt unbeliebt. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich guck mal, wie ich damit umgehe. Haut rein, bis zum nächsten Mal.